Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Pokémon Kakao-Karten-Speedpad. Heute ist Taubsi dran. Bei Taubsi musste ich fürs Motiv an einen kleinen Vogel denken, der auf einem Ast sitzt, irgendwo umgeben von ein paar Blättern und Beeren. Vermutlich liegt es daran, dass Taubsi wieder so eins der sehr natürlichen Pokémon ist. Und genauso habe ich das Motiv dann auch umgesetzt. Dazu noch ein bisschen Himmel, der durch die Blätter durchscheint. An sich absolut nichts Besonderes, aber ich mag das Ergebnis eigentlich ganz gern. Das hier ist dann auch erstmal die vorletzte Pokémon-Karte für dieses Jahr. Im Dezember wird es keine Pokémon-Karten geben, sondern wie jedes Jahr eine Art Adventskalender. Dieses Jahr werde ich allerdings keine Commissions oder so zeichnen wie die Jahre zuvor, sondern ich werde an den Tagen 1 bis 23 jeweils einen meiner OCs vorstellen. Oder an manchen Tagen auch eine kleine Gruppe davon, wenn sie sehr eng miteinander verbunden sind. Am 24. und 31. wird es dann jeweils ein größeres Speedpan geben und im Januar geht es dann wieder ganz normal weiter. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ich wollte den Adventskalender dieses Jahr nicht ausfallen lassen und hatte gleichzeitig unglaublich Lust, mal wieder meine ganzen kleinen Karas zu zeichnen. Und naja, vielleicht ist es für euch ja auch interessant, ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Aber zurück zu Taubsi. Wie man im Video erkennen kann, habe ich versucht, wieder sehr sanfte Farben zu verwenden, um eben das Natürliche hervorzuheben. Ich wollte keine super bunte Karte mit sehr kräftigen Farben. Die einzigen Dinge, die ein bisschen herausstechen, sind die kleinen Beeren. Aber so ganz ohne Farbakzente wäre es dann doch ja auch etwas langweilig gewesen. Aber da wir nun schon fast ein Drittel der Pokémon der ersten Generation fertig haben, welche Karte gefällt euch denn bisher am besten? Welche vielleicht am wenigsten? Ich finde es auf jeden Fall interessant zu hören, wie ihr das so seht, vor allem, weil es mir selbst sehr schwierig fällt, einen Favoriten zu wählen. Es gibt ein paar Karten, die ich sehr mag und einige, die ich am liebsten neu machen würde. Und damit ist das Video auch schon wieder so gut wie vorbei. Ich hoffe, das Speedpaint und die Karte haben euch wieder gefallen und ihr schaut auch nächste Woche vorbei. Falls ihr die anderen Karten noch nicht kennt, schaut auch gerne dort rein. Und damit bleibt nur noch übrig, das Pokémon fürs nächste Mal zu ziehen. Es wird Sterndo sein.